So, hallo YouTube. Direkt zum Start, zum nächsten Video. Das Inhalt seht ihr, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ganz gemütlich mit einem kleinen Clip rein und dann erkläre ich ein bisschen was zu dem, was ich euch heute zeigen möchte und warum es bei mir ein bisschen special aussieht. Siebenundzwanzig. So, das erste Video ist durch. Geschossen habe ich hier ganz offiziell den Großkaliber Cup Pistole bzw. Kurzwaffe vom ISB. Und genau den soll es heute in dem Video geben. Insgesamt habe ich drei Durchgangsvideos gemacht und alle drei werdet ihr heute sehen, also nicht ungeduldig sein, gibt noch ein bisschen was zum Gucken. Aber jetzt gehe ich erstmal ganz kurz auf den Wettkampf ein, beziehungsweise was zugelassen ist. Ganz einfach, Kurzwaffen sind zugelassen, alles was sportlich zugelassen ist, Revolver ab dem Pistolenrevolver ab Kaliber 9 mm, also Großkaliber, maximal 8,5 Zoll. Abzugsgewicht 1 Kilo, Kimmer und Korn, verstellbare starre Fixierung, keine Optiken, keine Anschlagschäfte. Die Munition muss man selber stellen, keine Wattkater-Munition, wiedergeladene Munition ist erlaubt, sofern sie ZIP-Normen besteht. Ansonsten, es wird keine Klassen geben, es ist also ein zusammengefasster Wettkampf. Es wird also keine Trennung nach Altersklassen geben, verschiedenen Kalibern oder Waffensystemen. Und durchgeführt wird der ganze Spaß auf 25 Meter, Scheibenbeobachtung ist zulässig, 10 Schuss muss man abgeben in 60 Sekunden, deswegen habe ich auch in meinem Video den Timer verwendet. Anschlag ist stehend freihändig und die Scheibe ist T1 ISB bzw. die Nummer 4 DSB-Scheibe. Ist die Standardringscheibe, wie ihr sie ja auch im Video gesehen habt. Ansonsten, was noch interessant ist, solltet ihr Kurzwaffen besitzen, die keine 10 Schuss laden können. Soll es ja geben. Wie beispielsweise auch mein Revolver, dann habt ihr zweimal 5 Schuss zu laden und die Nachladezeit geht natürlich zu Lasten des Schützen, das heißt, ihr habt trotzdem nur 60 Sekunden für den Durchgang. Ja. So, ja, bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter erkläre, füge ich doch einfach mal ganz kurz ein: ISB, vielleicht eine interessante Geschichte. ISB ist der Internationale Schützenbund, ist primär auf dem europäischen Festland aktiv, sprich, er hat in Österreich, wo er am stärksten vertreten ist, seine einzelnen Bereiche in der Schweiz, in Tschechien, in Polen, auch in Deutschland und sogar in der Ukraine und wahrscheinlich noch in vielen anderen Ländern, aber ist tatsächlich auch ganz groß international tätig, sprich, es gibt mitunter auch eine Außenstelle in Brasilien beispielsweise. Ja, nähere Infos könnt ihr aber unten im Link finden, da kommt ihr direkt auf die ISB-Seite. Aber das eben, wie gesagt, der Cup. Ja, und ein bisschen mehr werde ich dann nachher noch erzählen. So, bevor wir uns jetzt im zweiten Teil machen, würde ich sagen, schieben wir einfach mal ein bisschen zur Unterhaltung noch einen weiteren kleinen Clip ein. Auch hier wieder der Wettkampf mit dem Revolver, alles von heute. Und dann schauen wir doch mal, ob das ein bisschen besser gelaufen ist. Sechsundzwanzig, siebenundachtzig. So, also im zweiten Durchgang war ich einen kleinen Ticken schneller. Man merkt also, ich komme dann langsam rein. Ich muss dazu sagen, ich schieße
Nachladedisziplin mit dem Revolver normalerweise gar nicht. Das war für mich also auch absolutes Neuland. Aber fand ich ganz interessant, fand spannend, ganz spannend. Einfach mal ein bisschen was Neues ausprobieren. So, kommen wir zurück zu unserem wunderschönen Großkaliber-Cup-Pistole, beziehungsweise Kurzwaffe würde da passender sein, weil Revolver sind eben auch zulässig. Der Cup ist komplett ortsunabhängig, den schießt ihr also bei euch auf eurem Schießstand oder ihr könnt euch auch irgendwo einmieten. Wichtig ist, schießt ihn nur da, wo es erlaubt ist, nicht in der Fußgängerzone, ja, sondern eben auf dem offiziellen Stand. Bitte tut mir den Gefallen, wir brauchen momentan keine schlechte Publicity, ist immer scheiße. Er ist jedoch zeitlich begrenzt und zwar auf den kompletten September. Der Wettkampf läuft vom 1. September bis zum 30. September. Heute ist der 7. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit mitzumachen. Es darf pro Teilnehmer nur ein Ergebnis übermittelt werden. Ja, das ganze Ding ist eben hier, wie ihr es auch seht, schickt man das Bild eben an info-de@isbshooting.com. Und die endgültige Entscheidung über die Trefferauswertung liegt dann beim ISB, sprich er zählt halt die Ringe dann anhand der Bilder. Bei Punktegleichstand entscheidet dann ein Los und das Startgeld ist eben innerhalb von spätestens 5 Tagen vor Ende, also sprich bis zum 25.09. zu bezahlen. Startgebühr bzw. Teilnahmegebühr sind 2 Euro. Ja, das ist dann eben hier die offizielle die Kontodaten. Kein Startgeld, keine Qualifikation, Siegerehrung bzw. die Ernennung findet über den Newsletter statt und die Ergebnisse werden dann auf der Homepage dann veröffentlicht. Die findet ihr dann unten eben im Link. Und ja, es gibt auch ein paar Preise zu gewinnen. Ich habe leider nicht mehr ganz auf dem Schirm, was es war. Irgendwie ein Schießbuch vom ISB, ein paar Patches und irgendwie Aufkleber oder sowas gibt es zu gewinnen. Also macht auf jeden Fall mit. Fun Fact am Rande: Ja, wer darf überhaupt mitmachen? Ich habe auch extra nachgefragt. Jedes Mitglied vom ISB darf mitmachen, also auch die österreichischen, Schweizer, tschechischen, polnischen, ukrainischen, brasilianischen dürfen alle mitmachen. Und falls einer kein Mitglied ist, aber jetzt sagt, ey cool, da würde ich gerne mitmachen, jetzt habt ihr die Möglichkeit, werdet Mitglied und gebt dann eure Ergebnisse zusammen mit der Beitrittserklärung ab. Dann könnt ihr den Cup gleich mitschießen und seid zusätzlich Mitglied beim ISB. Zum ISB selber, ja, ich bin Mitglied, auch schon etwas länger, also so 1 oder 2 Tage. Ich habe auch schon ein paar Wettkämpfe vom ISB geschossen. Insgesamt war ich an 3 verschiedenen Wettkämpfen dabei. Ich habe im Schnitt immer, jetzt muss ich überlegen, ich habe genau genommen 3, 6 und 7, also 13 Wettkämpfe schon geschossen beim ISB, plus jetzt diesen. Also sind dann schon ein paar. Und der ISB an sich ist mega interessant, denn gerade in Österreich zum Beispiel ist er so ein bisschen der Verband, der so ein bisschen, ich sag mal, das Waffenrecht großzügig nutzt. Zum Beispiel Vorderschaft-Revetierflinten sind in Österreich verboten, es ist Kategorie A. Und der ISB bietet regelmäßig Wettkämpfe mit Vorderschaft-Revetierflinten an, damit die Mitglieder vom ISB Ausnahmegenehmigungen bekommen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch für den deutschen Schützen ganz interessant. Die BKA-Ausnahmegenehmigung bekommt ihr auch, wenn ihr regelmäßig an ISB-Wettkämpfen teilnehmt, an denen große Magazine notwendig sind. Ja, aber das geht. Und da werde ich auch, so viel kann ich euch schon mal spoilern, im November werde ich auf der Europameisterschaft Schnellfeuer in Wien dabei sein vom ISB. Und ich habe exklusiv nachgefragt und auch exklusives Drehgenehmigung bekommen. Das heißt, ich werde euch da ein bisschen was zeigen können, ein bisschen rumflexen können, was ich da so coole Sachen schieße und so. Und das wird sicherlich auch für euch dann vielleicht eine spannende Geschichte. Und ich hoffe ja, dass ich dann vielleicht auch den ein oder anderen Funktionär vom ISB vielleicht auch mal vor die Kamera schleifen darf, kann, soll, wie auch immer. Dann würde ich da gerne natürlich auch ein paar Fragen stellen. Falls ihr jetzt schon mal Fragen habt, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann zu berücksichtigen und dann natürlich die Frage zu stellen. Aber so viel Spoiler erlaube ich mir mal. Ansonsten ja, kann ich euch die Seite nur wärmstens empfehlen. Der ISB ist so ein bisschen der Revoluzzer-Verband. In Deutschland noch nicht sonderlich groß, hat da gewisse Probleme seit Jahren schon. Aber ich denke, da ist viel Potenzial drin, da ist viel Potenzial möglich. Da kann sich noch was entwickeln. Es wäre vielleicht für den einen oder anderen Schützen eine Alternative und vor allem aktuell sehr günstig. Jahresbeitrag liegt aktuell
Bei 1 Euro, ihr habt also nur die Aufnahmegebühr, die auch momentan recht niedrig ist, und zahlt dann 1 Euro im Jahr. Könnte man sich doch eigentlich mal gönnen. So. Und weil es so schön ist, jetzt das finale Video. Ja, also sprich der finale Durchgang, der Wertungsdurchgang quasi. Fünfundzwanzig. So, also der finale Durchgang. In den ersten beiden Durchgängen hatte ich im Übrigen immer 60 von 100 möglichen Ringen. Und genau da liegt auch so ein bisschen der Grund, warum ich das so ein bisschen auf die Geschwindigkeit geschossen habe. Das ist mein finaler Durchgang. Da waren es im Übrigen 62 oder 63 Ringe. Da bin ich mir jetzt selber gerade gar nicht mehr so sicher. Ich habe es draufgeschrieben, 62 Ringe. Okay. Also 62 Ringe habe ich geschossen. Die erste Gruppe war im Übrigen vor allem hier. Also mit dem einen Ausreißer hier unten. Und die zweite Gruppe war ja da oben. Ich bin absolut kein Präzisionsschütze. War ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Und daher habe ich mir gedacht, okay, wenn du schon ein Scheißergebnis schießt, dann willst du wenigstens das schnellste Ergebnis geschossen haben. Und deswegen habe ich da ein bisschen mehr Wert auf die Zeit gelegt als auf die Präzision. Ihr dürft aber gerne mitmachen und dürft natürlich deutlich besser schießen als ich. Aber ansonsten, wir können ja beim ESB Handcup so Fun Fact am Rande noch einen kleinen Zusatzcup machen. Ja, den schießt schneller als Daniel Schießcup. Ja, aber da möchte ich einen Videobeweis haben. Also wirklich, möchte ich einen Videobeweis haben. Ihr dürft euch gerne versteigern, ist kein Problem. Ich will wirklich sehen, dass ihr schneller schießt als ich mit dem Revolver, mit Nachladen. Weil das würde mich schon reizen. Also, ne, die pure Behauptung, nein, da möchte ich dann schon Videobeweis haben. So viel verlange ich dann doch. Aber why not? Ne? Machen wir noch einen kleinen Special Daniel Schießcup draus. Ja, schießt schneller 10 Schuss mit Nachladen. 25 Schlag mich tot ist eingeloggt. Und ja, das war eben mein Ergebnis. Damit mache ich mit beim ESB Handcup. Ein Cup beim ESB Cup Pistole, Großkaliber Cup Pistole. Macht alle mit, würde mich freuen. Ist ein mega interessanter Verband. Mal schauen, was daraus noch sich entwickelt. Ich weiß, viele lachen drüber, aber naja, man hat auch mal über den BDS gelacht und der ist ganz groß im Kommen. Vielleicht wird es ja beim ESB ähnlich laufen. Ja? Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Aber gut, das soll es soweit gewesen sein und ja, für den einen oder anderen vielleicht noch interessant. Das Video musste ich leider zweimal aufnehmen, weil ich beim ersten Mal vergessen hatte, mein Mikrofon auszuwählen und das ist natürlich dann ein bisschen doof. Gut, dann bin ich aber soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch Mitglied beim ISB ist und ob ich vielleicht den einen oder anderen dann sehen werde, wenn ich in Wien auf der Europameisterschaft bin. Äußerst interessantes Thema natürlich. Oder ob ihr überhaupt vom ISB schon mal was gewusst habt. Und natürlich, falls ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne kommentieren. Gut, dann soll es das soweit gewesen sein. Ich wünsche euch viel Erfolg für alle, die daran teilnehmen und haut rein.